Seaweed? Nee. Schade. Seaweed. Seegrassaft. 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 Ich dachte jetzt eigentlich, das klingt irgendwann mal gut, aber es klingt immer noch schlecht. So, Reis haben wir ja. Da haben wir genügend angepflanzt. Gut, dann haben wir nämlich schon bald die beiden wichtigsten Zutaten. Ach verdammt, jetzt wollte ich die Schaufel fressen. Hauen wir uns erstmal den Grape Saft rein. Saft. So, noch ein Kiwi Juice. Und dann sind wir fürs erste voll. Wir haben 2,30 Well Fed oder Well Feed, wie auch immer. Gut. So viel zu dem Thema. Jetzt krallen wir uns noch unseren Ingot. Mit dem Ingot, der hier drin ist. Basteln uns eine neue Schere. Und eventuell sollten wir dann vielleicht doch erst nochmal etwas, etwas durchsieben. Aua! Aua! Ach so, wir haben ja noch gar keinen Spinnenwall. Stimmt ja, das habe ich ja total vergessen. Blöd. Blödmann. Ich bin ein Blödmann. Ich bin ein Idiot. Jetzt ist die Frage, sollte ich das jetzt machen oder soll ich das am Tag machen? Am Tag greifen mich die Spinnen nicht an. Ja gut, draußen rennen jetzt auch die ganzen Zombies und Skelette rum. Nee, das lasse ich mal. Das lasse ich mal bis zum Tag. Wir nutzen jetzt lieber erstmal die Nacht. Bauen uns vielleicht doch nochmal ein. Und sieben noch etwas Sand durch. Nein, oben war das drin, ne? Schmeißen hier das Rotten Flash rein. Die Bones. Die Sticks können wir hier in die Holztruhe packen. Da ist noch Zestusquarz. Pyrite Tin Ore. Die Stones behalten wir nochmal. Oh, Cactus Fruit. Daraus kann ich noch Kaktussamen machen, wenn ich mich nicht irre. Nein, Cactus Fruit Samen. Schmeißen wir erstmal ersatzweise hier rein. Dahin. Sunflower Seeds. Und die Ender Plant Seeds bei Mob Loot. So. Ja, und das heißt, wir werden jetzt wieder eine ganze Nacht lang schön entspannt sieben. Sobald da draußen wieder alles anfängt zu sterben, sollten wir auch genügend Bone Meal haben. Und mit dem Bone Meal sollten wir dann anfangen, wieder Holz zu bauen. Holz bauen und rundrum das ganze Ding hier spinnensicher machen. Das habe ich wirklich verpeilt. Das habe ich wirklich verpasst. Ich glaube, das letzte Mal hatte ich noch gesagt, bei der letzten Aufnahme, wir müssen zwei hoch und außenrum nochmal eine Runde Slabs drumherum, damit uns keine Spinnen angreifen können. Oder um das Ding spinnensicher zu machen. Und so schnell habe ich das schon wieder vergessen. Ja, so schnell kann es gehen. Gut, ich muss auch zugeben, ich habe letzte Woche Freitag oder Samstag habe ich aufgenommen, habe seitdem Probleme mit dem Rendern gehabt. Ich hatte etwas Probleme mit der Audiospur, die war auf einmal nicht mehr eine Stunde 31 lang, sondern eine Stunde 40. Und das hat sich natürlich in dem Video auch so wieder gespiegelt, dass ich zum Beispiel einen Block gelegt habe und erst 3 Sekunden später kam der Sound dazu.
Aber mein Audiokommentar hat noch gepasst. Klingt komisch, fand ich auch. Nun ja, kann man nichts gegen tun. Oder konnte ich doch was gegen tun? Ich habe die Aufnahme retten können. Indem ich einfach das ganze Ding nochmal bearbeitet habe. Und nochmal gerendert habe. Das waren 3 Stunden Arbeit. Oder 3 Stunden Warten, eher gesagt. Und jeder, der Langeweile hat und weiß, wie sich 3 Stunden Warten anfühlen, der kann jetzt mir gerne nachempfinden und mir gerne sein Beileid schenken. Danke, danke, nicht so viel. So, ja. Was könnte ich euch noch erzählen? Ach so, ich habe mir jetzt auch eine Uhr vor die Nase gelegt, damit ich weiß, wie lange ich aufnehme. Das war ja das letzte Mal auch so dieses Problem, dass ich völlig das Zeitgefühl verloren habe. Jetzt habe ich mir eine Uhr vor die Nase gelegt, weiß ungefähr, wann ich angefangen habe aufzunehmen und werde in etwa 1,5 Stunden wieder aufnehmen, dass ich in etwa wieder 5 Folgen zusammenbekomme. So, wie viel haben wir denn jetzt? 6 Bone Meal, das ist ja ein ganzer Sack voll. Meine Güte. Und wir verlieren schon wieder eine Keule. Draußen springt ein Enderman rum. Oben rechts auf der Map können wir sehr schön beobachten, wie sie alle um uns drum herum stehen, um uns zu hauen. Hat er sich gerade hier reingeportet? Das finde ich nicht lustig. Das ist uncool. Das ist sehr uncool. Nein, die sterben gerade alle draußen. Ha, deswegen portet er sich rein. Können wir hier eine Stufe hinbauen? Um zu gucken. Hey, ein Creeper! Doofer Creeper! Um zu gucken, was hier draußen so rumliegt. Natürlich. Und die Spinnen werde ich trotzdem töten. Auch wenn sie mir gerade nichts tun wollen. Das hatten wir das letzte Mal ja schon. Oder eher gesagt vorhin. Wo die Spinnen einfach vom Dach springen und uns attackieren von hinten. Die hast du vorne gemacht, okay. Passt, ich kann auch mal F7 wieder ausstellen. Weil ich glaube, das wirkt sich auch negativ auf die FPS aus, wenn ich mich nicht irre. Da liegt noch ein Pfeil rum. Und 2 Knochen, das ist viel wichtiger. Knochen. Ja, später werden wir uns auch eine Mobfalle bauen. Eine Mobfalle, das habe ich jetzt schon gesehen, wie man die baut. Und zwar werden wir dafür einfach Rubber Tree Seeds pflanzen. Werden die abbauen, damit wir Rubber kriegen, beziehungsweise Rubber Bars. Und mit diesen Rubber Bars werden wir Belts herstellen, beziehungsweise Fließbänder. Tschüpp. So, wieder zu. Was ich mir natürlich jetzt auch bauen könnte, wenn ich genug Steine habe, ist ein Grinder oder ein Grindstone. Grindstone. Dazu brauchen wir 3 Zestusquarz, 2 Cobblestones und 3 Cleanstones. Und dann einfach die Knochen durchlassen. Das wäre mir, glaube ich, sogar lieber. Ja, das werde ich auch tun. Bone Strings. So, die Bones da rein. Die Strings in die Kiste. Wo sind sie denn? Haben wir natürlich auch Spider-Eyes, das ist auch schön. Nein, die kommen nicht in diese Kiste, die kommen hier rein, weil daraus können wir ja Essen kochen. Jetzt finde ich mich natürlich gerade selber nicht mehr zurecht. Das sind sie. So, dann haben wir
Strings. Cestus Quarz, das, den brauchen wir gleich. Tschuk, 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 tschuk. So. Dann noch die Redstones rein. Cotton, Cotton legen wir mal. Achso, die legen wir gleich draußen rein. Daraus können wir nämlich dann auch wieder Samen bauen. Und ich fresse jetzt einfach mal. Oder was kann man denn aus dieser Kaktusfrucht machen? Oh, auch Kaktussaft. Cool. Gibt auch wieder eine Keule. Oder halt Fruit Salad. Fluchtsalat. Was ist bunt und rennt über den Tisch? Der Fluchtsalat. Ein kleiner Flachwitz am Rande. Muss ja auch mal sein. Spaßkost. So, den Dust. Den Dust legen wir auch erst nochmal weg. Nein. Blaze Powder ist doch eigentlich auch ein Mob Loot, oder? Ach, egal. Schmeißen wir auch mit hier rein. So. Hauen wir uns ein Starphone rein. Wir brauchen wieder Wasser. Das sind unsere letzten Wasserflaschen. Das heißt, die nächste Erde, die wir herstellen, wird wieder in unser Wasser fließen. Ja. So, Bone Meal. Achso. Drei Clean Stones wollten wir noch haben. 1, 2, 3. Ein Iron Ingot. Und schmeißen da jetzt als Brennmaterial rein. Hm. Ja, die Oakwood Slabs. Ich wollte gerade sagen, jetzt wächst der nicht. Jetzt hauen wir unser komplettes Bone Meal auf diesen einen Baum und der wächst nicht. Ich hatte eigentlich gedacht, wir kriegen wenigstens zwei Bäume hier raus, aber nö. Das ist wie wenn man versucht, ein netter Kerl zu sein. Da versucht man einmal ein netter Kerl zu sein, aber nö. Nö, nö. Was wollte ich denn jetzt hier? Ich wollte da ran. So. Dann habe ich, glaube ich, noch hier zwei Stones, oder? Nein, da habe ich noch zwei Cobblestone Slabs. Und die können wir leider nicht zurückcraften, blöderweise. Genius. Genius, just genius. Einfach genial. Halt, da rein. Kommt noch Gunpowder. So, unser Quest Delivery System schmeißen wir auch einfach mal hier rein. Wird schon passen. So, jetzt kann ich allerdings auch nochmal versuchen, gerade hier... Kann man die nicht auch durchziehen? Nee, schade. Leider nicht. Leider nicht, leider nicht. Das wäre auch toll gewesen. Aber man kann, glaube ich, Erde durchsieben. Was war's noch? Netherrack? Oder Soul Sand? Irgendwie sowas. Ich glaube, Netherrack kann man auch durchsieben, oder? Müsste ich da mal aufs Oak Sief gucken. Was man damit jetzt eigentlich alles machen kann. So, wir haben hier Steine. Steine, Steine, Steine. Sehr schön. So, damit hätten wir auch unsere zwei Steine. Unsere zwei normalen Steine. Dann kommt das so hin, Cestus Quarz. Cestus Quarz. Warum gucke ich eigentlich immer unten in die Kiste rein? Das kapiere ich nicht. So, davon brauchen wir drei, der Rest kann da in die Kiste. So, und ein Wooden Gear war das. Jetzt habe ich blöderweise natürlich den Tisch vollgeknallt. Egal, Crafting Table kann man immer brauchen. Schmeiß mal hier einen dazwischen. Jetzt sind wir natürlich aus der falschen Kiste raus. So, 1, 2, 3, 4. Und da haben wir unser Wooden Gear. Das schmeißen wir jetzt noch hier oben drauf. Dann haben wir einen Grindstone. So, die 5 Stäbchen, die müssten, glaube ich, direkt ausreichen für einen Wooden Crank. Genau.
Ach, ist das schön. Ist das schön, wenn das so läuft, wie ich will. Jetzt 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, das war's dann auch damit. Einmal können wir noch voll machen. 1, 2, 3. Oh. Der ist sogar noch zweimal gewachsen. Das ist doch schön. So, damit wir nicht in der sengenden Hitze arbeiten müssen, bauen wir den einfach da rein. Den Crank oben drauf. Nehmen uns sämtliche Knochen hier raus. Und bearbeiten den ganzen Spaß zu Bone Meal. Natürlich könnte ich auch erstmal draußen die Blätter, dass wir nebenbei schon mal wieder Erde herstellen. Weil unser Wasservorrat hält auch nicht mehr ewig. Was war das denn jetzt? Ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört. Mein Magen hat irgendwie angefangen, komische Geräusche zu machen. Falls man es doch gehört hat, entschuldigt. Es tut mir wirklich leid. Ich möchte keine unangenehmen Geräusche hier haben. Oder euch unangenehme Geräusche hören.